Noch einmal verstärkt war Rowe Racing zum VLN-Saisonabschluss an den Ring gekommen. Mit Michael Zehe, Marco Hartung und Roland Rehfeld auf der Startnummer 6, Alexander Roloff sowie Jan Seifert auf dem Schwesterauto mit der Startnummer 7 sowie einem dritten SLS mit der Startnummer 21, besetzt mit Thomas Jäger sowie Klaus Graf, war die Zielsetzung ganz klar. Beim Kampf um den Gesamtsieg ein großes Wort mitreden. Doch das Wetter machte Rowe Racing und auch allen anderen Teilnehmern einen Strich durch die Rechnung. Der letzte Saisonlauf konnte aufgrund von Schnee und Eis auf der Strecke nicht gestartet werden. Alle Teams mussten unverrichteter Dinge vom Ring abreisen. Ja, ist sehr schade. Wir haben sehr viele Fans und auch Gäste hier. Die Lounge ist voll und wir haben uns eigentlich nochmal richtig auf ein tolles Rennen gefreut. Sah ja auch so aus, als wenn es nicht ganz so kalt wird und auch schönes Wetter kommen sollte. Ja, es ist wahnsinnig schade. Nun steht als nächstes die Essen Motor Show auf dem Programm von Rowe Racing. Dort wird ein Mercedes-Benz SLS AMG GT3 auf dem Stand der VLN in Halle 6 zu finden sein. Ein Muss für alle Fans, vorbeizuschauen.